Hallo, hallo Freunde chinesischer Projektorenkunst. Heute habe ich einen neuen Projektor für euch. Ich dachte, also ja, keine Überraschung. Ich hatte erst vor kurzem den BenQ-Projektor vorgestellt, war Markengerät. Und heute habe ich einen günstigen Amazon-Projektor, nämlich von Vankyo. Vankyo kostet 110 Euro. Das ist der, ich vermute mal, dass es so ausgesprochen wird, Leisure 420 Whole Theater Projektor. Ja, ein Projektor eben. Das ist auch ein kleiner. Und ja, mit 109 Euro ja ziemlich günstig. Ich hatte, mein günstigster war bisher für 30 Euro gewesen. Der kam auch direkt aus China, aber der war schon ein bisschen Asche. Dann hatte ich teure Projektoren und heute wollen wir mal schauen, was es halt so für 110 Euro gibt. Nicht wahr? Heute ein günstiger, ich glaube der zweitgünstigste Projektor bisher auf meinem Kanal. Wollen wir mal schauen, ob wir hier für 110 Euro brauchbare Technik bekommen. Zumindest schauen wir das nach dem Intro. Viel Spaß. Wunderbar. Ihr seht, das gute Stück ist ja noch geschlossen. Ich habe mir den also noch gar nicht angeschaut. Das machen wir heute zusammen. Hier ist auch schon irgendwas auf Chinesisch drauf. Wahrscheinlich bitte nicht öffnen. Schick mich zurück, wenn du mich gefunden hast. Ich bin vom LKW gefallen. Ich sehe gerade. Hier auf dem Karton sind bereits alle Logos drauf, die man so benötigt. Also vor allem halt CE. Ich denke also, der ist hier auch für den europäischen Markt direkt gedacht. Das gute Stück kommt mit Tasche daher. Sogar mit einer recht schicken. Vankyo. Ich vermute mal, dass es Vankyo ausgesprochen wird, weiß ich nicht so genau. Soll uns hier aber auch nicht weiter interessieren. So, wirklich eine schicke Tasche, so mit Tragegriff. Kann man auch Lunchbox drin verstauen. Schön. Aber machen wir nicht. Ich habe auch gar keine Lunchbox. Das sieht irgendwie aus wie so ein kleiner Koffer halt. Packe mal in den Koffer. Was kommt rein? Ein Projektor, ein paar Kabel, das war's. Bereit für die einsame Insel. Zumindest wenn man noch einen Dieselgenerator irgendwo noch im Handgepäck unterbekommt. Wollen wir aber erstmal das gute Stück hier aus... aus der Verpackung hebeln. So, das Ding ist in Silber und Schwarz. Dazu kommen noch Stromkabel. Langweilig. Und ein HDMI-Kabel. Schon etwas spannender. Und ein Adapter von, ach, was ist denn das? 3,5 mm Klinke. Mit Video. Auf Cinch. Auf Audio Cinch und Video Cinch. Video ist dann der gelbe. Audio ist halt linker und rechter Kanal. Rot. Und weiß. Eine Gebrauchsanweisung. Ach Quatsch. Wie komme ich auf Gebrauchsanweisung? Ich muss gerade irgendwie an Gebrauchsanweisungen gedacht haben. Vermutlich, weil ich heute Morgen welche verspeist habe. Das ist natürlich eine Fernbedienung. Die können wir auch schon mal rausholen. Und vermutlich wieder ohne Batterien. Die sind nämlich nie dabei. Mal aufmachen. So, ja. Also, ich gehe mal Batterien holen. Mann, war ich lange weg. Ein Cut lang. Schön. Machen wir die mal rein. Also ich denke mal, ich muss das nicht groß erklären. Da müssen AAA-Batterien rein. Die Richtung ist auch angegeben. Aber ich glaube, jeder hat schon mal in seinen Batterien eingelegt. Scheint auch so, als hätten wir hier alle notwendigen Funktionen drauf. Ein Ausschalter, Play-Pause, Eingangssignal wählen, Menü, Mute, Lautleiser wählen, Spulen, aber sogar auf und zurück. Wunderbar, für Vorlauf und Rücklauf. Haben wir hier noch mehr? Oh ja, hier ist noch was drin. Mein Quick-Start-Gate. Genau, das ist doch schon interessanter. Der aber offensichtlich nur auf Englisch. Users Menu. Ach so, klar. Kurzgebrauchsanweisung und hier noch eine lange. Ja, da steht ein bisschen was zur Firmengeschichte noch drin, welche Krisen es gab und Streitigkeiten innerhalb der Familie. Schön Deutsch hier dann auch. Vorsicht, nicht in das Objektiv blicken. Ja, das würde ich auch jedem empfehlen. Also zumindest, wenn das Ding läuft. Ansonsten ist das schon machbar. Das wäre dann Objektiv hier. Oh, mit Deckel geschützt. Das ist auch mal nicht schlecht, dass das Ding nicht dreckig wird oder verkratzt. Jetzt nicht reingucken. Nicht reingucken. Ihr werdet alle blind. Okay, hier ist noch irgendein Rädchen. Wofür könnte das denn sein? Hier ist auf jeden Fall noch eine Aufnahme. Ne, hier sind drei Aufnahmen. Für irgendwas, aber ich habe keine Ahnung für was. Also Stativ würde ja irgendwie Sinn machen, aber das wäre dann eigentlich eher mittig, sonst gibt ja das ganze Teil mit Stativ um. Und hier kann man das dann irgendwie noch irgendwas festmachen. So genau reiche ich das nicht. Dafür ist dann wahrscheinlich die Gebrauchsanweisung gut. Fokus Keystone. Also Fokus und Schlüsselstein kann man dann hier einstellen. Das ist dann halt, dass das Bild zum Schluss noch gerade ist. Infrarotempfänger noch für die Fernbedienung und fest die Fernbedienung. Falls wir die verschmissen haben, das kommt ja einmal im Leben mindestens vor, kann man das Gerät auch noch hier über die Offscreen-Tasten, hätte ich schon fast gesagt, bedienen. Einfach ganz normal. Aber alle Tasten, die man eigentlich so brauchen. Oh, hier wird noch VGA unterstützt, okay. Und was ist das? Nochmal ein Infrarot für die Fernbedienung, dass man das Ding auch von hinten noch bedienen kann. Und hier sind die ganzen Anschlüsse, die wir brauchen. Und mit SD-Karte wird unterstützt. Dann Ausgang für eine Box, Bürger für Kopfhörer, AV, das ist das, was wir vorhin gesehen hatten. Der Klinkenstecker auf Audio und Video. Zweimal HDMI, sehr gut. Und noch ein USB-Eingang für USB-Sticks oder andere USB-Laufwerke. Und Strom. Aktiv gekühlt offensichtlich, denn dafür Lüftungsschlitz. Luft muss raus, weil warm. Und nochmal die Unterseite gezeigt. Die, also, ja, das Unterseite, schwarz, Plastik. Wenn ihr euch dann den Aufkleber mit den ganzen wirklich interessanten Sachen durchgelesen habt, dann wollen wir das Ding uns jetzt... Was ist denn eigentlich das hier unten? Naja, ist auch egal. Bildformat wird 4 zu 3 oder 16 zu 9 unterstützt. Bildgröße haben wir, das ist natürlich vom Projektionsabstand abhängig, 40 bis 140 Zoll. Die Auflösung ist 800x480. Das ist also ein
480p Beamer. Hier steht zwar unterstützte Auflösung, 1920x1080. Das sind aber nur die unterstützten Formate. Die Bildausgabe ist 480p. 1,3 Kilo wiegt das Ganze. Trapezkorrektur, Manuellkorrektur 15 Grad. Okay, ich glaube, das ist weniger interessant. Maximale Helligkeit ist hier Angabe in Lux, und zwar 3000. Und das war's. Genügend trockene technische Daten. Nun werfen wir erstmal ein Bild an die Wand und mal schauen, wie das dann in der Praxis ausschaut. Wunderbar. Der Projektor läuft. Das Bild ist auch sehr gut eingestellt, also es ist ziemlich gerade. Da musste ich jetzt auch nur die Schärfe nachregeln. Ansonsten noch die Möglichkeit, das so zu kippen. Das ist dann diese Trapezeinstellung. Ja, und dann natürlich die Schärfe. Ist ja klar. Wie gesagt, das ist dann vom Projektionsabstand abhängig. Einfach so lange drehen, bis es richtig schön scharf ist. Ich bin jetzt hier einen Einrichtungsassistenten, so eine Art. Jetzt kann ich die Sprache auswählen. Wir nehmen Polnisch. Nee, nehmen wir nicht. Wir nehmen Deutsch. Da, Deutsch. Wunderbar. Ich bediene das jetzt alles mit der Fernbedienung. Ich habe auch schon Notebook aufgebaut, wir sind bereit. Ah, der startet normalerweise direkt in das Eingangssignal. Also in dem Fall hat es mir gerade Windows angezeigt. Aber wenn das Signal weg ist, dann kommt eben hier das System vom Projektor selber. Und das, wie gesagt, startet mit dem Einrichtungsassistenten. Ansonsten war ich kurz zum Windows. Aber mein Notebook hat sich gerade in Standby gefahren automatisch. Und deshalb, ja, no signal. Schön, bevor wir jetzt uns um ein Eingangssignal bemühen, gehen wir erstmal ins Menü und schauen, was es hier noch so gibt. Und da gibt es Standard-Einstellungssachen. Ja, genau. Jetzt kann ich das Bild einstellen. Je nachdem, welche Quelle man halt nutzt. Zocke ich gerade irgendein Game, will ich einen Film gucken oder so. Vivid klingt besser als Standard. Standard ist so gewöhnlich. Was ist denn eigentlich Soft? Soft ist dann alles ein bisschen runtergenommen. Aha, aha, aha. No Signal. Ja, das kennen wir schon. Also wieder ins Menü. Farbtemperatur kann man auch einstellen. Sie ist auf Mittel. Also kann man auf Warm oder Kalt vermutlich. Ja, lassen wir jetzt einfach auf Mittel. Mittel ist ja, klingt erstmal ganz gut in dem Zusammenhang. Seitenformat 16:9, das ist das, was wir so. Rauschreduktion, okay. Projection, Direction, Front. Ups. Oh, jetzt kann ich das Bild auf den Kopf stellen, alles klar. Ja, das ist nicht schlecht, falls ich den Projektor aufhänge. Oh, dafür werden die drei Aufnahme, diese drei Gewinde auf der unteren Seite sein. Ich denke mal, das ist dann eine Aufnahme für irgendwas, um es an die Decke zum Beispiel zu hängen. Und das eben auf dem Kopf. Und da kann ich das dann nochmal einstellen. Das ist natürlich praktisch. Wir haben das Menü. HDMI-Mode AV. Okay, ich wusste nicht, das PC oder AV. Mhm. Reduce Display Size 100%. Okay, wofür das genau da sein soll, weiß ich auch nicht so. Schauen wir nochmal ins Menü. Ich denke, wir haben die wichtigsten Sachen soweit auch durch. Ja, genau. Nee, hier gibt es noch mehr Effekte. Höhe, Bass. Aha, da kann ich den kleinen internen Lautsprecher noch ein bisschen konfigurieren. Aber ich denke mal, der wird nicht so gut sein in dem Preisbereich. Das wäre ein bisschen zu viel verlangt. Dafür haben wir jetzt zum Glück ja einen Klinkenanschluss und können da dann nochmal eine externe Box anschließen oder eine ganze Anlage am besten gleich mit 3D und allem drum dran, was man so braucht halt, um sich klanglich ein bisschen verwöhnen zu lassen. Und Auto-Volume. Ist ja krass, Auto. Kann man die Lautstärke auf automatisch einstellen? Das lasse ich auch mal lieber bleiben, sonst wäre ich wahrscheinlich völlig verwirrt. Wunderbar, dann hole ich mal mein Notebook aus dem Schlaf. Ja, und das erkennt er. Der hat sofort erkannt, dass auf dem Eingang ein Signal anliegt und hat es automatisch umgeschalten. Das ist jetzt natürlich Full HD, also mein Notebook ist auf Full HD eingestellt. Das ist mein Xiaomi Notebook und es wird jetzt runtergerechnet, also auf 480p. Und da sehen wir, da wird die Bedienung von Windows, sag mal, die ist doch möglich, die ist problemlos möglich. Wo ist mein Pfeil? Wir sehen also mein Pfeil und die Auflösung ist runterkonvertiert worden, also Full HD wird tatsächlich unterstützt. Ja, 480p wird gleich mal unterstützt. Wir können nur 800 mehr 600 einstellen. Da wird jetzt alles ein bisschen größer, wie wir sehen, und dann natürlich kann man das auch besser lesen. Das Xiaomi Pocophone F1. Ist es wirklich das perfekte Smartphone für 300 Euro? Ein Flaggschiff? Um diese Frage zu beantworten, gehen wir besser noch mal ein paar Schritte zurück und schauen uns das Gerät aus der Nähe an. Meine Güte, der interne Lautsprecher ist echt kräftig, das hätte ich nicht gedacht. Wegen meiner kräftigen Stimme fängt das Ding dann irgendwann an zu übersteuern, das habe ich mir jetzt mal geschenkt. Full HD plus LCD IPS Display oder einen Notch. Könntest du ein bisschen Ronny angucken? So. Machen wir Ronny noch ein bisschen schärfer, würde ich sagen. Ändert sich nichts. Nee, nur weil da Schärfe steht, wird es natürlich jetzt nicht, also besser. Es wird dann irgendwann so überzeichnet, sieht dann eigenartig aus. Das kann man sich ja alles halt optimieren. Vielleicht noch ein bisschen mehr Farbe. Genau. Und so passt man das dann halt in Echtzeit immer an den entsprechenden Bedürfnissen an. Schön. Ist nur noch sehr laut. Genau. Jetzt kann man sich das halt anschauen. Ihr seht hier die Breite des Bildes. Das ist 2,5 Meter. Also gut, dass wir am links und rechts jetzt ein bisschen Rahmen. Also das sind so 2,10 Meter, würde ich sagen. Habe ich das Bild jetzt gestreckt. Also wenn man wirklich mehr richtige Schärfe haben möchte, dann muss man das Bild kleiner machen. So, jetzt habe ich mein Game angemacht. Und zwar ein Super Mario World ROM-Hack. Den habe ich schon mal angespielt. Bin aber leider seitdem nicht nochmal dazu gekommen.
Ärgerlich, ärgerlich. Macht eigentlich voll Laune. Und das ist jetzt ein anderes Bildformat, also nicht wundern. Das ist jetzt wegen dem SNES-Game auf 4:3. Aber das könnten wir uns ja eigentlich hier einstellen. Ne, da wird es nur noch kleiner. Aber ich kann reinzoomen. Das ist natürlich auch geil. Ja, mal, genau. Ist ein bisschen größer. Wunderbar. Also wie gesagt, der Lautsprecher, der drin ist, der ist echt gar nicht mehr so schlecht. Come, 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 Marlboro's deep asleep now, yet he feels completely awake. Ah, durchs Reinzoomen fehlt mir jetzt aber oben ein bisschen was von meiner das ist natürlich blöd. Genau, ich glaube, so ist optimal. Ah, ich finde es gut, dass man sich das so konfigurieren kann. Wunderbar. Ah, das Bild könnte noch ein bisschen Farbe gebrauchen, würde ich sagen. Also stellen wir uns das noch ein. Ja. Ich glaube, so ist ein bisschen besser. Also es scheint noch ganz gut zu funktionieren. Ah, jetzt komme ich nicht wieder hoch, um die Statue einzusammeln. Oh! Was ist denn das? Ein Chuck? Jupp. Wow. Oh, nein, 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 nein. Da geht's runter. Schön. Gaming funktioniert auch gut. Also gerade bei solchen älteren Games hier, die eh nicht so hoch auflösen. Also es ist hier noch unter 480p hier. Da merkt man A, keinen Unterschied und B... Ja, merkt man halt keinen Unterschied, das ist vollkommen egal. Jetzt muss ich mir das Intro nochmal anschauen, wenn ich sterbe, es ist ja übelst hart. Das ist auch so ein Hack, ich glaube, das ist nur ein Level lang. So, ich habe das Gefühl, weiß nicht, ob es am Hack liegt. Aber ich glaube, so ganz frame perfect ist das hier alles nicht. Ich glaube, man hat also kaum wahrnehmbare Mikroruckler, also eher ein bisschen geringere FPS. Würde ich es mal bezeichnen. Wow, schön. Also ich würde sagen, das funktioniert hier ganz gut und sieht auch ganz gut aus. Also für einen 100-Euro-Beamer kann man ja auf jeden Fall schon mal ganz, ganz nice Super Mario ROM-Hacks. Ey, es wird nicht wieder runter. Oh, das gibt's nicht. Jetzt kommt er mir hinterhergelaufen, passt auf. Ja, aber ich wusste es doch. Das ist ein Hund. Jetzt sehe ich das hier erstmal. Crazy. Und ich sterbe schon wieder an der gleichen Stelle. Schön. Da ich noch im Windows bin, kann ich jetzt natürlich ganz normal wieder zurück. Ich denke mal, damit habe ich alles soweit gezeigt. Also wir haben Video gesehen, wir haben jetzt den Desktop gesehen. Hier nochmal kurz meine Website, also im Internet können wir natürlich problemlos ebenfalls surfen. Und geht halt alles wegen HDMI natürlich. Also es werden ja wirklich so ziemlich alle Anschlüsse unterstützt, die man halt so benötigt. Und wenn man ein älteres Notebook hat, dann kann man das sogar auch anschließen, halt über VGA. Das hat mich bei den BenQ-Projektor so ein bisschen gestört, aber das ist jetzt ja auch immer irgendwie so trendy, dann alles so reduzieren auf einen Anschluss oder so. Aber in der Praxis war es dann schon ein bisschen unpraktisch, dass man halt nur USB-C hat, aber kein HDMI oder geschweige denn VGA und Co. Hier hat man wirklich alles, also von Cinch über VGA und eben HDMI ist da alles dabei. Und fast hätte ich es vergessen, ihr wollt ja sicherlich auch noch was über die Lautstärke. Das Ding ist natürlich aktiv gekühlt. Das hört man vielleicht schon die ganze Zeit im Hintergrund. Also den hört man schon deutlich, aber der Lautsprecher übertönt den Lüfter relativ schnell. Und naja, man darf es halt nicht vergessen, das ist ein 110-Euro-Projektor. Wir haben hier ein vernünftiges 480p-Bild. Würde ich vielleicht noch ein bisschen, also größer strecken würde ich es jetzt nicht. Aber es kommt mal drauf an, was man sich halt anschaut. Das würde man jetzt zum Beispiel im Kinofilm jetzt nicht so krass merken, wie jetzt hier auf einer Website oder auf Windows. Weil im Film werden ja in der Regel nicht winzige Texte angezeigt. Und da merkt man das dann einfach nicht so. Und das ist ja noch davon noch abhängig, in welchem Abstand man sich das Bild anschaut und so weiter. Aber für 110 Euro finde ich den schon voll in Ordnung, definitiv. So von der Helligkeit, weil ich habe den, also der Raum ist jetzt hier nicht komplett abgedunkelt, es kommt hier Tageslicht rein. Ich habe nur meine Lampen ausgemacht, weil sonst wäre es wirklich ein bisschen sinnlos. Da geht das schon klar. Schärfe, wie gesagt, 480p, muss jeder für sich selbst wissen. Was mir auf jeden Fall gefällt, ist, dass der Projektor so gut konfigurierbar ist. Da kann man wirklich alles einstellen. Also erstmal wieder mit den ganzen Anschlüssen da schon viel, viel Variationsmöglichkeiten. Und dann kann man halt einen Projektor selber viel einstellen. Und dann hat man halt hier eben diese Trapez-Einstellung. Das ist halt auch echt praktisch. Ja, also passt auf jeden Fall. Als Einstieg so in die Beamer-Welt kann man sich das Teil schon geben. Sehr klein, kompakt, mit der Tasche kann man es noch irgendwo mit hinnehmen. Ist halt für kleinere Bilder auf jeden Fall gedacht, so mit 2 Meter Breite. Weiß nicht genau, was das für eine Diagonale wäre. So, ich habe das Bild jetzt nochmal ein bisschen rangeholt, um euch das kurz zu zeigen. Da geht natürlich dann die Qualität dann nochmal nach oben und mein Notebook fährt sich wieder in Standby. Ich hätte das vorher aushalten sollen. So, ich sagte natürlich wieder kein Signal. Sobald man das Notebook aus dem Tiefschlaf wieder erweckt, dann ist das Bild auch sofort wieder da. Das finde ich auch ganz gut. Ich verlinke euch das Angebot in der Videobeschreibung. Wie gesagt, es ist ein guter Einstiegsbeamer, definitiv. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen. Wenn euch das kleine Video gefallen hat, dann schreibt mir das doch in die Kommentare oder gebt mir einfach ein Like. Ihr könnt auch meinen Kanal abonnieren.
In der Regel weniger für Projektoren, die kommen bei mir eher selten, sondern eher für Smartphones oder Tablets und so weiter. Habt ihr Langeweile, dann kommt eben auf diese Homepage. Ah, da kann ich euch doch ein bisschen was zeigen. Es laufen nämlich noch Gewinnspiele und zwar unter mein Forum und dann Giveaways. Und passt mal auf. Genau, wo haben wir es denn? Hier, Giveaway. Ein Vifone XS Max, das ist die iPhone-Kopie, die ich vorgestellt hatte. Dann die REST2K-Konsole und zu guter Letzt Xiaomi Mi Play Smartphone. Das alles läuft noch und zwar bis zum 15.04. Da könnt ihr also noch mitmachen. Ihr müsst euch einfach nur hier im Forum anmelden und dann natürlich noch meinen Kanal abonnieren. Einfach reinschreiben, dass ihr dabei sein wollt. Wie ihr seht, ein paar Anmeldungen gibt's bereits. Und da könnt ihr noch mitmachen und dann ziehe ich dann ein. Ich habe im Übrigen jetzt auch die letzten Gewinnspiele nicht mehr verschickt, nachdem sich die beiden Gewinner gemeldet hatten. Kurzum, die Number One Smartwatch ist unterwegs und das Meizu Note 8 ist auch unterwegs. Können sich die Gewinner freuen. Und die Gewinner von den anderen drei Sachen, die werden sich bestimmt auch freuen. Und ihr könnt, wie gesagt, dann auch mitmachen. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.